Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum Thema Brei-Zufütterung, Beikost bei Kindern, wann und wie. Ein häufiges Thema, was jede Familie mit einem Baby betrifft. Es gibt auf der Welt verschiedene Kulturen und es wird überall anders gemacht. Und irgendwie werden alle Kinder groß, das schon mal vorneweg. In Deutschland hat sich in letzter Zeit durchgesetzt, dass man empfiehlt, im Alter von 4 Monaten, das heißt nach 4 Monaten, mit der Einführung von Brei-Zufütterung zu beginnen. Der Grund ist der, man glaubt zu wissen, dass die Allergieneigung bei den Kindern später geringer ist, wenn sie schon in diesem Alter mit Brei, also mit anderer Kost als der Milch, in Kontakt kommen. Man hatte früher das Gegenteil geglaubt. Früher dachte man, 6 Monate voll stillen oder 6 Monate nur die Flasche geben, würde Allergieneigung reduzieren. Das stimmt offensichtlich nicht. Die aktuellen Studien belegen eben das Gegenteil. Ich sage, wenn es klappt, wenn ein Baby Hunger hat mit 4 Monaten, dann wird es problemlos und gerne mit dem Brei anfangen. Und mit dem Löffel essen, es genießen. Und wenn es sich dumm anstellt und es überhaupt nicht mag, dann wissen Sie, haben Sie auch noch einen Puffer von 2 Monaten. Denn erst ab dem Alter von 6 Monaten muss ein Kind den Brei essen, weil nur darin die Dinge drin sind, die ein Kind dann in diesem Alter braucht. Also, wenn es klappt mit 4 Monaten, super. Und wie beginnt man nun? Am einfachsten mittags mit dem Gemüsebrei, weil wenn es Probleme gibt, dann hat man eben noch ein paar Stunden hellen Tag, wo man den Problemen begegnen kann. Bauchweh, Durchfall, Hautausschlag. Das ist zwar selten, aber es gibt es. Und mit welchen Gemüsesorten kann man anfangen? Klassisch ist die Karotte. Die meisten vertragen sie auch, manche nicht. Die kriegen einen Hautausschlag oder sie mögen sie einfach nicht oder kriegen Bauchweh. Dann gibt es die Pastinake, das sind helle Karottenarten, oder den Kürbis, oder die Zucchini, oder der Brokkoli, oder der Kohlrabi. All das, diese 6 Gemüsesorten sind für Babys geeignet. Wichtig, wenn Sie die selber machen, nehmen Sie Bio-Gemüse, damit tun Sie Ihrem Kind sicher etwas Gutes. Gemüse allein macht nicht satt. Deshalb braucht es auch noch die Kartoffel. Sie können bald mit der Kartoffel, mit dem Kartoffelzusatz beginnen, sobald Sie merken, dass das Gemüse schmeckt, sodass es einen Gemüse-Kartoffelbrei ergibt. Und damit die fettlöslichen Vitamine auch aufgenommen werden können, braucht es Öl. Am besten eignet sich Rapsöl dazu, sodass Sie einen Teelöffel bis einen Esslöffel etwa, je nachdem wie viel Sie machen, Öl immer in den Gemüsebrei mit hineingeben. So wird gewährleistet, dass der Körper die lebensnotwendigen Vitamine auch aufnehmen kann. Ab dem Alter von 6 Monaten kommt dann Fleisch dazu. Fleisch ist notwendig, um das Kind mit dem Eisen zu versorgen, was einfach über das Fleisch am einfachsten zu resorbieren ist. Welche Fleischsorten sind möglich? Das ist einmal das junge Rind, also das Kalb, die Pute, das Hähnchen und Fisch. Und zwar der Thunfisch und der Lachs. Diese 5 Fleischsorten sind geeignet. Ihr Kind braucht nicht mehr als 2 pro Woche. Wenn Sie mit Brei anfangen, werden Sie bemerken, dass sich der Stuhlgang Ihres Kindes verändert. Vom Geruch her, aber vor allem von der Konsistenz her. Er wird fester. Und das ist das Signal für den 2. Brei, den Sie einführen. Und der ist nachmittags, nach dem Mittagsschlaf, der Obstbrei. Am besten machen Sie auch den selbst. Ungekocht hat der Apfel und die Birne die meisten Vitamine. Und damit habe ich es auch schon gesagt, das ist das Obst, mit dem Sie Ihrem Kind den größten Gefallen tun. Das Obst schälen und dann auf der Glasreibe zerreiben oder mit dem Zauberstab zermatschen und direkt in den Mund des Kindes geben. Beim Apfel ist es oft so, dass die Kinder dieses machen, wenn Sie ihm den frischen Apfel geben, und zwar dann, wenn der Apfel einen säuerlichen Geschmack hat, dann kann man etwas Banane dazugeben. Das ist dann der Apfel-Banane-Brei, der dann den Apfel süß macht. Aber Vorsicht, zu viel Banane führt zur Verstopfung. Deshalb ist Banane das ideale Obst, wenn ein Kind
Durchfall hat. Und der dritte Brei, das ist der abendliche Getreidebrei, den Sie entweder schon fertig als Pulver kaufen können, wo Sie dann nur noch Milch oder Wasser dazugeben müssen, um ihn fertig zu machen. Oder Sie machen auch den selbst. Das ist Ihre eigene Philosophie. Es geht beides. Dieser abendliche Brei, der führt dazu, dass Ihr Kind zum ersten Mal über die Nacht satt werden wird. Dieser Brei hält, wenn das Kind davon 150 bis 200 Gramm isst, über die Nacht bis zum nächsten Morgen 5 bis 6 Uhr. Und das heißt also, dass auf diese Weise erreicht werden kann, dass das Kind durchschläft. Tut es das nicht, obwohl es einen Brei gegessen hat, dann aufgrund der Gewohnheit. Und Sie brauchen Ihrem Kind dann keine Milch geben, wenn es nachts kommt, wenn es nach mir geht. Geben Sie ihm einfach eine Zeit lang nur Wasser. Das ist nicht das, nach was Ihrem Kind ist, aber es wird lernen, es kriegt nichts anderes und es wird dann meistens auch aufhören, in der Nacht zu kommen und nach Milch zu verlangen. Wenn Ihr Kind also Getreidebrei am Abend isst, und zwar eine ausreichende Menge von 150 bis 200 Gramm, das ist so ein Schälchen, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass Ihr Kind die Nacht durchschlafen kann. Wenn ein Kind Brei isst, dann wird der Stuhlgang fester werden und es braucht mehr Flüssigkeit, freie Flüssigkeit. So ähnlich wie Sie das auch tun, dass Sie zum Essen ein Glas Wasser dazu trinken. So sollten Sie Ihrem Kind immer dann auch Tee oder Wasser anbieten zum Brei. Ich werde manchmal gefragt, ob es möglich ist, ein Baby auch vegetarisch oder vegan zu ernähren. Eine klare Antwort von mir: Das ist nicht möglich. Nicht in der Weise, wie es dann später bei Jugendlichen oder Erwachsenen möglich ist. Weil das, was Ihr Kind alternativ an speziellen Getreiden und Zusätzen dann zu sich nehmen müsste, Ihr Kind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einnehmen wird. Das heißt, es wird zu Mangelerscheinungen kommen. Deshalb tun Sie sich und Ihrem Kind den Gefallen und schieben diese Entscheidung über die alternative Ernährung über das erste Lebensjahr hinaus, wenn das Kind am Tisch mit ist und vielleicht dann mit Ihnen zusammen alternativ sich ernähren lässt. Das wäre so mein Vorschlag dazu. Das Ziel der Breifütterung ist, dass sie zunehmend gesteigert wird. Im zweiten Lebenshalbjahr werden Sie nicht verhindern können, dass Ihr Kind auf Ihren Teller greift und nach dem einen verlangt und an dem schlägt und an dem rumknabbert. Das heißt, die Ernährung wird immer mehr ausgeweitet. Und solange Ihr Kind keine Probleme hat mit Hautausschlag, mit Bauchproblemen, solange ist das auch nicht verkehrt, was es ist. Das Ziel ist, mit einem Jahr, dass das Kind bei Ihnen am Tisch mit isst. Es wird nicht alles vertragen, aber das kriegen Sie bald raus. Und das lassen Sie dann einfach ein halbes Jahr weg und probieren es wieder. Zum Beispiel rohe Tomate. Die führt in der Regel zu entsprechenden Hautausschlägen. Braucht Ihr Kind auch nicht, denn in der gekochten Form geht es meistens problemlos. Es ist individuell, wie Kinder sich mit dem Brei ernähren lassen. Die Geschwindigkeit ist unterschiedlich. Aber keine Sorge, Ihr Kind wäre das Erste, was es nicht schafft, eines Tages mit Ihnen am Tisch zu essen.